Michaela May ist auf dem Weg zu einer besonderen kulinarischen Mission. Und dafür muss sie noch einkaufen. Die Schauspielerin ist nicht nur leidenschaftliche Hobbyköchin, sondern seit vielen Jahren auch begeisterte Botschafterin der SOS-Kinderdörfer weltweit. Die starten am Internationalen Tag der Familie eine neue Aktion. Es geht um Kochen und Gäste bewirten. Und dafür steht ein Profi als Partner bereit. Holger Stromberg. Der prominente Spitzenkoch wird heute zusammen mit Michaela May ein spezielles SOS-Menü zaubern. Ich darf bei Ihnen kochen lernen. Ja, gemeinsam. gemeinsam. Ich darf lecker helfen. Oder Sie helfen mir lecker kochen. Wir kriegen zusammen was Leckeres hin. Genau, so machen wir das. Das Motto der beiden heißt heute: Nächstenliebe geht durch den Magen. Der Koch und die Schauspielerin möchten Vorreiter sein für eine Kampagne, die Kindern in Not die Chance gibt auf ein selbstbestimmtes Leben. Und das Ganze beginnt in der Küche von Holger Stromberg. Ja, wir machen einen Kalbsrücken und dazu gibt es ofengegartes Gemüse mit einer wunderbaren Gewürzmischung und Süßkartoffelplätzchen aus dem Rezept von SOS Kinderdörfer. Die Idee ist sozusagen, dass man sich wunderbare Gäste einlädt, für sie kocht, entweder nach Rezept, das vorgegeben ist, oder einfach frei nach Schnauze. Und dann anschließend, wenn die Stimmung am Höhepunkt ist, dann gibt man ein Säckchen herum und lädt zu Spenden ein für die SOS Kinderdörfer. Das ist eine super Idee, finde ich, und speziell jetzt auch zum Tag der Familie, dass man sich wieder daran erinnert, dass es vielleicht Familien gibt, denen es nicht ganz so gut geht, dass man vielleicht wieder mal an SOS und diese wunderbare Idee denkt. Das Ganze nennt sich Lecker helfen. Die geschmackvollste Spendenaktion der Welt. Genau. Grundstock dafür ist dieses Paket, das von den SOS-Kinderdörfern weltweit geschnürt wurde und im Internet bestellt werden kann. Also erstmal hier, das ist das Wichtigste. Mit dem fangen wir gleich mal an. Das wäre jetzt das Säckchen. Sie können natürlich auch einen großen Hut nehmen. Auch nicht schlecht. Passt mir rein. Passt mir rein. Aber wenn es prall gefüllt ist, ist es auch völlig. Aber da, das muss am Schluss rumgegeben. Ja. Dann haben wir jetzt erstmal für die Tischdekoration. Da haben wir Servietten. Kann man tischen. Dann haben wir hier ist das Quiz, das man zu späterer Stunde machen kann. Da ist die Auflösung hinten drauf. Und ja, hier sind die Rezepte auch wichtig. Die sind von Müttern. Gucken Sie mal, was alles drin ist. Also internationale, tolle Gerichte. Ja, aus Vietnam, Weißrussland, Bolivien. Einladungskarten, Rezepte, Armbändchen für die Gäste und Tischdecke. Es ist an alles gedacht. Michaela May und Holger Stromberg bereiten inzwischen schon den Hauptgang zu. Die beiden verbindet nicht nur der Spaß am Herd, sondern auch ihr Engagement für die SOS-Kinderdörfer weltweit. Die Schauspielerin hat schon mehrere Dörfer besucht und ist jedes Mal beeindruckt von der Hilfe, die hier vor Ort geleistet wird. So wie in Thailand. Ja, es macht einem das Herz auf, weil die Kinder, ich habe mit denen gespielt auf der Wiese, ich habe mit denen gegessen, eben auch. Die haben für mich gekocht, wir haben gebastelt aus Palmenblättern. Und ich habe das Gefühl, dass die unglaublich fröhlich sind, fröhliche Kinder, die sich auch gegenseitig sehr viel helfen innerhalb der Familie, weil es wirklich ein Familienleben ist. Und dass diese Frauen, was die leisten, oft mit, gerade in diesen Ländern mit 10, 12 Kindern, das ist enorm. Aber die Kinder haben große Chancen, ein ganz normales Leben mit der Ausbildung, mit der Schule, mit dem Studium sogar zu erlernen und haben wirklich auch die Geborgenheit und die Liebe einer Bezugsperson. Auch Holger Stromberg ist ein großer Fan der SOS-Kinderdörfer weltweit. Der ehemalige Koch der Fußballnationalmannschaft hat selbst einen Patensohn in Jordanien. Nach vielen Jahren jetzt Reiserei mit der Nationalmannschaft, ist es mir jetzt wieder gelungen, auch aktiv ein Part, eine Rolle zu spielen. Und es ist denen geschuldet, die am wenigsten für die Lagen dieser Welt können, Krieg und Unwetter und was auch immer dazukommt. Und deswegen gilt mein Augenmerk immer den Kindern ihrer Zukunft, dass sie so eine schöne Kindheit vielleicht noch erlangen können, wie ich sie hatte. Ein tolles Essen für einen guten Zweck. Da kommen die Gäste gern. Und statt Geschenken für die Gastgeber bringen sie diesmal Spenden für später mit. So. Hallo. Hallo. Jetzt gibt's gleich was zu essen. Ja. Hey. Darf ich schon mal austeilen? Jeder kriegt eine Serviette. Vielleicht gebt ihr es mal durch. Gerne. Noch ein Bändchen. Habt ihr schon Hunger? Ja. Ja. Die Aktion läuft ab dem 15. Mai.
Aus gutem Grund. Der 15. Mai, das ist der Tag der Familie. Und deshalb möchten die SOS Kinderdörfer weltweit, dass in der Woche vom 15. Mai möglichst viele Menschen gemeinsam Spaß haben, Freunde einladen und zugleich Gutes tun. Wir freuen uns, wenn ganz viele Menschen unsere Aktion Lecker helfen unterstützen. Und man kann sich die Informationen holen unter www.lecker-helfen.de. Da steht alles drin. Ja, das ist zwar der Tag der Familie und vielleicht diese Aktion jetzt für eine Woche besonders angekündigt, aber das kann man immer machen. Man kann immer helfen und man kann immer kochen, man hat immer Hunger und man hat immer vor allen Dingen hoffentlich gute Freunde, die gerne zum Essen kommen. Wie man die Einladung und das gemeinsame Essen dann gestaltet, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt Menschen, die laden Freunde zum Picknick im Park ein, andere, die zaubern ein 4-Gänge-Menü für ihre Gäste. Also da ist wirklich jeder gefragt, wie er es machen möchte, das ist ganz, ganz egal. Neben dem Genuss kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Im Aktionspaket gibt's außer köstlichen Rezepten auch noch einen Quiz mit Fragen zu den SOS-Kinderdörfern. Alle mal zuhören. Habt ihr gut gegessen? Ja. Ja. Jetzt kommt das Quiz. Seid ihr bereit? Also jeder, ich frage dann ab, jeder sagt eine Zahl und ich schaue, wer am nächsten dort ist. Ja? Und wer die ganzen Fragen richtig beantwortet hat, bekommt diesen tollen Kochlöffel. Also, im italienischen SOS-Feriendorf Caldonazzo treffen sich jeden Sommer bis zu 1000 Kindern aus mehreren europäischen SOS-Kinderdörfern. Wie viele Kilogramm Spaghetti verspeisen die Kinder bei einer Mahlzeit? Jetzt fange ich mit dem Herrn Stromberg an. 12 Kilo. Nein, 12 Kilo. Ich sage über 50. 50? Ich sage 80 Kilo. 80 Kilo. Antwort: 80 Kilogramm Spaghetti und 180 Liter Tomatensauce. Wer war da am nächsten dran? 90? 80, bravo. Der Quizgewinner kriegt den Kochlöffel. Und die SOS-Kinderdörfer bekommen jetzt hoffentlich viel Geld. Beim Spendensammeln legt sich Michaela May voll ins Zeug. Oh, das ist ja der Beutel schon fast voll. Mit den Spenden möchten die SOS-Kinderdörfer weltweit Kindern in Bolivien, Liberia, Weißrussland und in Vietnam helfen. In diesen Ländern gibt es ganz, ganz viele arme Kinder. Und wir wissen, umso schneller wir den Kindern helfen, umso größer ist die Chance für eine positive Entwicklung und für ein selbstständiges Leben der Kinder. Und diese Chance unterstützen hier alle nur zu gern. Das ist eine super Idee, weil ja, beim Essen ist immer jeder glücklich, besonders wenn man mit der Familie oder Freunden zusammen ist. Und dann hat man eigentlich auch ja, ein gutes Gefühl. Und wenn man dann noch spenden kann und sozusagen anderen Familien genau das ermöglichen kann, was man gerade hat, das finde ich eine super Idee. Also das ist ganz klasse. Menschen was Gutes zu tun, denen es nicht gut geht durch Spendengelder, das ist ein großes Geschenk. Und wir alle haben eine große Komfortzone, aus der wir auch raus können und anderen Leuten was Gutes tun. Und ich schätze die Aktion sehr, werde die auch selber umsetzen. Ja, die Idee ist doch super. Statt Wein und Blumen spenden, dann haben alle was davon. Ein gutes Essen, Spaß am Abend und die Kinder und Familien von den SOS-Kinderdörfern haben ganz viel davon. Es wäre ganz toll, wenn viele mitmachen. Lieber Holger Stromberg, das war wirklich eine tolle Einladung und ein super leckeres Essen. Und jetzt habe ich was mitgebracht. Weil ich habe Ihnen nämlich die Begegnung mit einem bezaubernden Mann zu verdanken. Letzte Woche in Jordanien habe ich Ihr Patenkind besucht. Ja, unglaublich. Das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, was aus ihm geworden ist. Ein Mann. junger Herr, hier ja, sieht Wahnsinn. Man ihn. Ein Geschenk hat er uns auch noch mitgegeben. Von seiner Sammlung, ganz Dankeschön. Persönlich. Ich glaube, mit dem hat er schon im Bettchen gekuschelt. Und er hat noch eine persönliche Botschaft verfasst. Marhaba, Hörga. Anna ismi Hammam. Ist arabisch. Ja. Ja, aber es ist so groß geworden. Ja, ne? Es ist wirklich gewachsen. Ja, die Jahre ziehen ins Land. Okay? Ja, ich finde es schön zu wissen, wie der Weg ist. Ja? Und natürlich immer mal was zu erfahren. Und auch ein bisschen den Vergleich zum eigenen Kind zu ziehen und welche Möglichkeiten jetzt da sind. Und ja,
es berührt einen natürlich auch ein Stück weit, weil man einfach ja, Menschen etwas ermöglicht hat, was so nicht möglich gewesen wäre. Und das, ja, das ist schon toll, das zu sehen. Ja. Kindern in Not helfen, zusammen kochen, Spaß haben mit Familie und Freunden. Das alles verbindet Lecker helfen unter dem Motto gemeinsam genießen und Gutes tun.